Herzlich willkommen zur heutigen Show. Ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Gast und die Jury. Eine typische Handbewegung bitte. Kann es sein, dass es sich um einen Beruf handelt? Nein. Ist es möglich, dass es sich um ein Tier handelt? Nein. Kann es sein, dass Sie ein Ort sind oder ein Land? Nein. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie vielleicht ein Unternehmen sind? Nein. Kann es sein, dass es sich um ein Element handelt? Nein. Aber es wird immer wärmer. Hat es etwas mit Wasser zu tun? Ja. Hat es etwas mit Früchten zu tun? Ja. Handelt es sich um etwas zum Essen? Nein. Handelt es sich um ein Objekt, um ein Ding? Im weitesten Sinne ja. Ein Objekt aus Plastik oder aus Glas? Teilweise ja. Das heißt aus Glas? Nein. Hält es im Winter warm? Ich befürchte nicht, nein. Kann man es in Österreich kaufen? Ja. Hält es kalt oder kühlt es? Ja, ja. Hat es seinen Ursprung in Bad Vöslau? Teilweise ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um Vöslauer Balance handelt? Ja. Besteht die Balance-Sorte aus zwei Früchten? Ja. Und sind die Balance-Sorten eher Zitrusfrüchte? Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie für Slauer Balance Litchi Quitte sind? Ja, das ist korrekt. Magdalena Wojtowicz, Kundenberatung Demna Merlicek und Bergmann. Gernot Bombenig, Grafiker Demna Merlicek und Bergmann. Sophie Stedier, Kundenberatung Demna Merlicek und Bergmann. Sandra Rater, Handelsmarketing für Slauer. Daniela Hahn, Account Manager, Media 1. Daniela Butzek, Client Service Director, Media 1. Yvonne Heider, Marketing für Slauer. Es war einmal eine saure Quitte, die hatte mit der frechen Litschi noch eine Rechnung offen. Da lud die Litschi sie in ihre Flasche ein und sagte, jetzt sind wir aber Quitte-Quitte. Die Quitte grinste säuerlich und alles war wieder im Balance. Litschi-Quitte, die neue Vöslauer Balance-Sorte.